gerade ein bisschen schwierig. Das ist eh zum Schätzen, ja. Die 15-jährige Anna will Bundespolizistin werden. Ihr heutiger Einsatz: Fußballfans begleiten. Abwehrkräfte, Marsch! Zwar ist bei der Deckendorfer Panther-Challenge alles nachgestellt, aber Anna merkt, wie widerstandsfähig man eigentlich sein muss, dass man sich das nicht umjagen lässt, dass es eine unangenehme Situation ist, weil man kann ja nichts machen, man muss ja in der Position bleiben. Ganz kurz weiter. Sie hat sich gegen rund 400 Bewerber durchgesetzt. Wir machen jetzt eine Zugbegleitung der Fans. Sie sehen ja, ich schwitze auch schon ganz schön. Aber da drin geht es richtig rund. Und das ist mal ein erster Eindruck, den man bekommt. Ich weiß ja jetzt, dass mir nichts passiert. Aber ich habe trotzdem ziemlich Respekt. Und man weiß eben nie, wie sich die Fußballfans jetzt aufführen. Und da kriegt man schon ein bisschen was von Sausen. Trotzdem noch Berufswunsch? Ja, auf alle Fälle. Es ist mir einfach wichtig, dass ich jeden Tag weiß, okay, ich weiß nicht, was halt auf mich zukommt, aber ich weiß, ich werde beim Helfer damit. Okay, Abbruch des Ganzen. Lage eingefroren. Keine Pause, ab zur nächsten Herausforderung. Deckendorf 3, Ausführung. Wasserwerfer begleiten, wie in echten Einsätzen bei Demonstrationen. Ja, wir müssen schnell gehen. Ist nicht ohne, oder? Man muss sich ziemlich stark konzentrieren, dass man Schritt holt und dann eben auch noch auf Kommandos fährt. Unterlassen Sie sofort das Werfen von Gegenständen in die Polizeikräfte. Anstrengend, aber auch aufregend. Und es geht sofort weiter. Boot fahren. Nicht nur Vergnügen, sondern Vorbereitung für den Ernstfall. Die Hochwasserlage, der Ahrweiler, da waren wir unterwegs zur Menschenrettung. Klar macht das alles hier für die Jugendlichen Spaß, hat aber auch einen ernsten Hintergrund. Die Bundespolizei braucht ihren Nachwuchs. Natürlich kommen jetzt auch die geburtenstarken Jahrgänge in Pension. Aber auch die Aufgaben werden immer mehr und immer vielfältiger, wo wir auch sehr gutes Personal brauchen. Der Aufwand lohnt sich. Von 99 Camp-Teilnehmern bewerben sich danach 80% bei der Bundespolizei. So auch der Plan von Anna. Und heute habe ich es mir noch mehr gesehen, dass da eigentlich viel mehr dahinter steckt, wie das, was man von außen mitkriegt. Challenge gemeistert.